Ja, oder was geht ab zu Part 2 Far Cry 6 mit Theo? Ja, in letzter Folge war unsere erste Folge Far Cry. Da haben wir, sind wir schon extrem weit gekommen. Jetzt haben wir hier einen neuen Auftrag, wie gesagt, bekommen. Und zwar, ja. Er wartet an der Finster Peris auf dich. Ja. Ich werde jetzt immer relativ abends zu Far Cry bringen, weil ich finde abends so irgendwie so eine passende Zeit für das Game. Da ist es irgendwie voll geil. Digga, was kann ich mit dieser Waffe machen? Digga, einfach ein Flammenwerfer, Digga. Alter. So, jetzt hier hoch. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. So, kriegen wir hin, Digga. Das Ding ist einfach nur krass. Guckt euch das so einfach mal an, Digga. Der FND hat einen Kontrollpunkt eingerichtet, der diese Insel in zwei Teile teilt. Nimm ihn auseinander. Wir müssen dahin, wie gesagt. Aber erstmal müssen wir eh zu diesem Typen darunter. Runterkommen, irgendwie. Egal wie wir es machen, wir müssen zu diesem Typen hier runter gelangen. Diesen Finster Peris müssen wir, wie gesagt, hin. Der ist da drüben. Da drüben ist es, glaube ich, sogar direkt. Da müsste es eigentlich direkt sein, hier drüben. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen irgendwie angekackt, weil, keine Ahnung, irgendwie bin ich ein bisschen heiser oder so. Jedenfalls, da drüben ist der Aussichtspunkt, wo wir, wie gesagt, hin müssen. Ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, mega geiles Game. Die letzte Folge hat mir auch mega gut, wie gesagt, gefallen. Joa, wir sind auch, würde ich sagen, hier drüben direkt. Da ist der Typ, da müssen wir hin, zu dem Typen, wie gesagt. So, wir sind da, Leute. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen. Clara hat mir einen Befehl gegeben. Okay, Leute. Wir sind bei dem Typen jetzt hier. Das kommt Delita auch. Sie sollte jetzt hier sein. Nein, wir müssen jetzt. Wir beide werden den Tabak und den Giftvorrat angreifen. Okay. Nimm die Schutzausrüstung und komm hier nicht in die Quere. Schutzmaske. Verlecke. Ich würde sagen, let's go. Ich sollte die Ausrüstung anlegen. Worauf wartest du denn? Zieh die Ausrüstung an. Alter. Sieht man die Ausrüstung an. Hier, ne? Nee. Ich brauche diese Ausrüstung, genau. Die habe ich an. Hast du Todessehnsucht? Ausrüstung anlegen. Wie macht man die Scheiße? Die Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir am Leben zu. Ja, ja, das richtige so. Für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Hör zu, Julio.
Lita war wie eine Schwester. So, Leute. Sie hätte nicht kann losgehen. Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo, Leute, hat Lita getötet. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir es gut schaffen, wenn wie gesagt. Statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt das eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu. Wenn wir das Leute, ich hoffe, wie gesagt, das schaffen wir gut, Leute. Aber denke ich, eigentlich, es wird gut klappen. Der offizielle Name. Aber Leute, aber ganz ehrlich, Digga, Far Cry macht eigentlich richtig Bock, wirklich. Das ist ein richtig geiles Game eigentlich so. Also wirklich, macht echt Spaß zur Zeit auch so. Ich zock's auch zur Zeit extrem gerne, wie gesagt. Also wirklich mega nice. Folge Yu-Gi-Oh! Okay. So richtig krank. Let's go. Wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Danke. Ja. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Das überleben sie nicht lange. Wo ist denn das jetzt hier? Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Ich folge dir. Mal sehen, okay, womit wir es zu tun haben. Hier hoch. Okay. Alles klar. Oh. Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Das war mega dumm, da jetzt einfach hinzugehen. Aber die wissen jetzt nicht, wo ich bin oder so. Schnell hoch. Geh mir schnell hoch. Leute, ich war dumm. Ich bin einfach abgehauen. Okay, der Typ ist auch schon da. Los, los, los. Hier auch noch. Alles schön abfackeln. Den habe ich in Tüten. Ich könnte schwören, dass ich Musik höre.
Oh shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, das ist dumm gerade von mir gewesen, ne? Super dumm ausgehen können gerade für mich. Überall, wie gesagt, aber ich glaube, es schaffen wir. Habe ich. Okay, da haben wir alles. Sonrisa,
Okay. He despertado, encadenado, vela chao, vela chao. Was hier noch so alles? Also. Scheiße. Mann. Scheiße, nein. Ja, der Junge bringt nichts. Digga.
Sabotieren die. Leute, wir haben es gleich. Leute, wir haben es gleich. Noch das auch noch. Wir auch noch am Start. Weil wir haben es gleich. So viel ist es nicht mehr. Ja, der Move war anders gut. Nicht mehr viel, Leute. Vieles nicht mehr am Start. Noch ein bisschen. Geil. Leute, wir haben es. Sieht gut aus. Wir treffen uns am Aussichtspunkt. Bin unterwegs. Okay. Kommt mir bekannt vor. Aber ich ganz gut von dich. War gar nicht schlecht, muss man nicht sagen. Hey, das ist nur der. Was für ein Kampf. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Diese Nachricht wird Castillo verstehen. So mutig bist du nicht. Na los. Wieder zurück. Oh je. Scheiße. Du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie. Wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Dani. Wir treffen uns im Lager. Okay, let's go.
Einsatz abgeschlossen. Nice. Ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Benito. Dunkel. Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu. Suerte, Mira. Ich habe Minute, sonst werden. Okay, Leute, ich glaube, Video für heute beendet. Nächste Folge geht's, wie gesagt, weiter. Nächste Folge geht's, wie gesagt, weiter. Ich würde sagen, Leute, falls es euch gefallen hat, gerne Abo plus Like. Ja, rein. Ciao.